Klar und scharf sehen und das ganz ohne Brille. Viele Menschen mit einer Fehlsichtigkeit wollen sich genau diesen Traum mittels einer Augenlaserbehandlung erfüllen. Doch man bekommt auch ein mulmiges Gefühl, wenn man am Auge operiert wird. Genau deshalb treffe ich heute Frau Dozentin Dr. Christiane Faltner-Radler und stelle die 10 wichtigsten Fragen zum Thema Augenlasern. Ein ganz kurzer Eingriff am Auge und schon kann man ohne Brille scharf sehen. Für wen ist das Augenlasern eigentlich geeignet? Also an sich für kurzsichtige Patienten, die in die Ferne nicht scharf sehen, weitsichtige Patienten, die eine Lesebrille brauchen oder auch in die Ferne eine brauchen und auch Stabsichtigkeit, also Astigmatismus, kommen in Frage. Wichtig sind die Voruntersuchungen, also es muss die Hornhautdicke passen, es müssen gesunde Augen sein, also keine Netzhaut und Glaukomerkrankungen, also vom Sehnerven. Der Patient sollte zumindest 18 Jahre sein, aus rein rechtlichen Gründen, und die Patienten sollten auch gesund sein, also keine Immunerkrankungen haben. Wie sieht so ein Eingriff genau aus? Also man kommt in das Office, bekommt betäubende Tropfen, liegt dann am Rücken. Dann bekommt man so einen Lidöffner eingesetzt, der hilft, dass das Auge offen bleibt. Dann wird der Laser durchgeführt und anschließend bekommt man je nach Eingriff noch eine Verbandslinse. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass man das Auge nicht bewegt. Welche Komplikationen könnten auftreten? Könnte man im schlimmsten Fall sogar erblinden? Also die Erblindungsgefahr ist wirklich fast auszuschließen, weil der Laser, der die Hornhaut eben korrigiert, das ist der Excimer-Laser, hat ein Tracking-System. Das heißt, wenn der Patient hin und her schaut, stoppt er sofort. Ja. Und bei dem anderen Laser gibt es so einen Saugring, der ans Auge eben andockt und da ist eine Bewegung auch kaum möglich. Ist es möglich, beide Augen gleichzeitig lasern zu lassen? Ja, wird sogar empfohlen. Also man macht es eigentlich an beiden Augen. Wie lange dauert ein Eingriff vom Reinkommen bis man wirklich fertig ist? Der Eingriff ist an sich sehr kurz. Also man kommt in das Office, bekommt betäubende Tropfen, dann bekommt man seine Schutzkleidung, dann liegt man am Rücken. Der Laser selber dauert wenige Minuten. Also alles in allem würde ich sagen, man verbringt 30 Minuten dort. Sieht man gleich nach dem Eingriff scharf oder dauert das ein bisschen? Direkt danach ist es noch nicht 100%, also da muss man so mit 60% rechnen. Am nächsten Tag haben die meisten schon 100% der Sehkraft wieder und bei manchen dauert es ein bisschen länger, weil sie noch eine geschwollene Hornhaut haben und da kann das 1-2 Tage länger brauchen. Hat man nach dem Eingriff Schmerzen? Worauf sollte man nach der Operation achten? Also es gibt eine Methode, wo man das Epithel entfernt von der Hornhaut. Das kann zu Schmerzen führen, so circa eine Woche. Sonst ist es ein schmerzloser Eingriff. Man muss aufpassen mit Sport und Sauna circa eine Woche. Kampfsportarten würde ich empfehlen, 2-3 Wochen nicht zu machen. Und nach der Operation muss man befeuchtende Augentropfen verwenden und auch antibiotische. Man hat sich jetzt getraut, man hat sich die Augen lasern lassen. Die nächste wichtige Frage ist, hält das jetzt ein Leben lang? Also ein Leben lang nicht unbedingt, weil jeder von uns entwickelt eine Sehschwäche hinsichtlich Lesen und dann braucht man die Lesebrille. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine moderate Kurzsichtigkeit hat, also nicht so stark, kann man bis zur Entwicklung der Lesebrille sehr wohl auf eine weitere Korrektur verzichten. Sie haben die Lesebrille schon angesprochen. Gibt es beim Lasern eine Altersgrenze? Was passiert, wenn man kurzsichtig ist, aber auch schon eine Lesebrille braucht? Können ältere Menschen auch brillenfrei werden? Natürlich. Also Laser empfehlen wir circa bis zum 45. Lebensjahr. Außer es gibt dann noch die Monovision. Jeder hat so ein starkes Auge und ein schwaches Auge. Und man kann quasi ein Auge auf weit einstellen und das andere auf nah. Aber das muss man ausprobieren, ob einem das überhaupt liegt. Und bei älteren Patienten, die Katarakt haben, kann man die Linse austauschen, die eigene. Und da gibt es mittlerweile sehr gute Trifokallinsen, die quasi die ganzen Bereiche auch ausgleichen können. Also auch ein älterer Patient kann eine Brillenfreiheit damit erlangen. Wie sieht es aus, wenn man 3 Brillen hat, fürs Autofahren, für den Bildschirm und fürs Lesen? Kann man da auch brillenfrei sein? Ja, also wenn man jünger ist, gibt es da noch die Möglichkeit von Kontaktlinsen, die man ins Auge hineinbringt, zusätzlich zur eigenen Linse. Oder man kann schon in früheren Jahren die Linse austauschen. Das nennt man refraktiver Linsentausch. Und da gibt es auch wieder diese Optionen dieser Multi- und Trifokallinsen, die man implantiert. Vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke. Ich hoffe, wir haben die wichtigsten Fragen für Sie beantwortet und wir konnten Ihnen die Angst vom Augenlasern nehmen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.